Okay. Gut, wie gesagt, ich gucke immer nur ungern nach, aber ich habe auch noch niemanden, der das jetzt im Let's Play so gespielt hat, gesehen, der das halt rausgefunden hat, weil, wie gesagt, man müsste erst wissen, dass man da eine von diesen früheren Nummern braucht und dann müsste hätte man die sich ja noch merken müssen und ganz ehrlich, wer tut denn das? Oh Mann, jetzt haben wir hier Zugang zu einem Foto. Toll. Das ist halt jetzt in unserer Sammlung. Ich glaube, wir haben sowieso nicht alle Fotos. Aber das Paar an dem See. Ja, eigentlich schöne Einstellung, aber. Geht jetzt mein Bildschirm wieder aus die ganze Zeit? Ich habe das leider manchmal, dass mein Bildschirm einfach ausgeht, also kurz schwarz wird. Wenn das jetzt nochmal macht, dann muss ich ihn kurz neu einstöpseln. Ja, wie gesagt, ich mache sowas immer sehr ungern, aber in dem Fall, ja, hat sich das vielleicht für ein Achievement oder für ein kleines Foto. Gut. Okay, einen Moment. Ich werde ganz kurz ein- und ausstöpseln. Und wieder rein damit. Und so, das müsste eigentlich helfen. So, da la. Ja, wie gesagt, immer sehr ungern, aber mein Gott, in dem Fall war es jetzt kein Rätsel, dass man auch durch logisches Denken oder so lösen konnte, sondern man musste halt einfach Glück haben, sich diese Zahlen zu merken und dann auch noch zu wissen, dass sie da reingehören. Jetzt geht das schon wieder an und aus. Muss ich jetzt hier das nächste Problem gleich lösen, und zwar ein technisches. Gut, ich mache noch mal kurz eine Pause, bin gleich wieder da. Und werde kurz versuchen, rauszufinden, was mit meinem PC ist. Jetzt, beim Spielen hatte ich das nämlich noch nie. Ich hoffe mal, es tritt jetzt einfach mal nicht mehr auf, weil sonst müsste ich jetzt einen Treiber neu installieren und sonstiges und habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust gerade drauf. Und es passiert schon wieder. Gut, da habe ich jetzt eigentlich. Vor allen Dingen, seht ihr das dann auch? Weil wenn, das wäre natürlich sehr ärgerlich. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting. Immortal. Mit wem redet sie eigentlich? Mit ihrem Spiegelbild? Mit der Kleinen? Ich weiß es nicht. Mit einem Bild? Sie hat ja leider auch so ein bisschen an der Klatsche. Bei ihr kann ich es natürlich mehr verstehen als bei ihm. Aber trotzdem. Oh, okay. Ich dachte nicht, dass wir hier reingehen können. And it's all thanks to you. You've showed me that there's no other way. Even now, your sad smile confirms what should have been obvious. We will not speak again. Okay, ich glaube, sie hat echt mit ihrem Spiegelbild geredet. Ist sie das? Boah, die ist aber. Ich meine, sie ist echt schön. Scheiße. Aber wenn die mit ihrem Spiegelbild geredet hat, oder die Waldfee. Ah, das sind doch mal alle Sachen, die wir schon gefunden haben. Das, das, die Kette. Ich glaube, sie hat mit ihrem Spiegelbild geredet. Oder mit dem Gemälde sogar. Weißt, vielleicht als sie noch schön war, also halt noch nicht entstellt. Gut, jetzt wird es gerade mit dem Flackern hier immer schlimmer.
Verdammt, ich will halt jetzt eigentlich das jetzt noch durchziehen. Ich hoffe mal, es geht jetzt, sonst wird's nervig. Hä? Das ist so schön und sauber hier alles. Warum? Ah, dieser Bildschirm. Na Mann, das ist nervig. Ich stecke den jetzt noch einmal kurz ein und aus. Könnte ein Wackelkontakt im Kabel auch sein. Ich denke mal, es ist der Treiber. Ich habe es halt sonst manchmal beim Videos gucken, aber nicht beim Spielen. Das ist mir jetzt neu. So, steh wieder. Ach nö. Jetzt hat sich da meine kleine Stütze verdreht. Oh. Ach komm. Okay. Es nützt nichts. Ich muss jetzt die Aufnahme erstmal unterbrechen oder so, weil so geht's leider nicht. Es ist so nervig manchmal, die Technik. Ich habe die Fehlerquelle jetzt doch gefunden. Ich hatte noch den Guide von Layers of Fear hier jetzt gerade offen. Und ich glaube, einfach bei manchen Webseiten spackt der manchmal rum. Ich hoffe, das war's jetzt. Sonst ist das doof. Aber dann könnte ich ja die Aufnahme jetzt weiter eigentlich rein theoretisch weitermachen. Ich glaube, es lag daran, dass ich die Webseite noch offen hatte. Weil bei Flash-Videos und so hat er manchmal echt Probleme. Da habe ich mich dann eigentlich schon dran gewöhnt. Aber bei Spielen kannte ich das eigentlich noch nicht. Gut, dann versuchen wir erstmal nochmal ganz normal hier weiterzuspielen, ohne Unterbrechungen. Das ist echt seltsam, hier so sauber und so, oh. Beruhigend und so viel Licht und es ist seltsam. Pulsierende Farbwände. Immer dieses leichte Ding im Hintergrund jetzt. Hier eine Toilette und so. Nichts Spektakuläres. Ich glaube, das Spektakuläre liegt hier. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Was hat sie wohl getan? Wahrscheinlich hat sie es dann doch nicht geschafft, ihm ein Ende zu bereiten. Und hat dann ihrem eigenen Leben ein Ende bereitet. Oh Mann, ich weiß, was jetzt kommt. Ich mach's sehr ungern, aber... Och Mann, das tut mir alles so leid. Sie und die Kleine und er ist so ein richtiges Arschloch. So ein richtiges, mieses... Arschloch. Und ich weiß auch nicht, warum er das jetzt eigentlich macht. Es ergibt eigentlich an sich so keinen Sinn, aber... Achso, ich muss gedrückt halten.
Okay. Nicht, dass sie hier ersäuft, wobei eigentlich hat das verdient. Tauch mal also nochmal ab. Was ist denn das für ein schräger Scheiß eigentlich? Hier überall, der Typ ist doch komplett... Eigentlich sollte man ihn ersaufen. Vielleicht versucht er auch gerade, sich selbst umzubringen. Vielleicht. Vielleicht hat er erkannt. Ich glaube auch, wir haben einen kleinen Soundbug. Dieses Ding im Hintergrund, diese Wabern, ich glaube, das ist ein Soundbug. Aber naja. Geräusche im Hintergrund sollten eigentlich nicht sein. Ich... Oha. Oh Mann, schon wieder so ein geiler Effekt. Oh Mann. Eigentlich ist es echt alles traurig und wahrscheinlich, mein Gott, er hat sich das wahrscheinlich auch nicht ausgesucht, so zu sein, aber trotzdem... Mann, dieses Ding, ich versuche mal ganz kurz, kann ich, ich kann wahrscheinlich nicht den letzten... Oder? Den letzten... Ich will halt gern diesen Soundbug loswerden, eigentlich ganz ihren... Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder dahin komme, wo ich gerade aufgehört habe. Gut, dann spiele ich es halt jetzt nochmal, wenn es ist, aber... Ich weiß gerade... Ich glaube, das ist ein Soundbug, dass jetzt gerade die ganze Zeit dieses Rauschen da im Hintergrund... Ja. Ah, leider. Toll. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin aber auch doof. Ach so, ah, okay. Sehr geil. Das ist gut. Das ist gut. Okay, jetzt müssen wir halt nochmal kurz die Experience machen, aber jetzt wenigstens der Soundbug weg. Der war schon extrem nervig. Hell is oh God. No. No, 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 no. What have you done? No! Das sind wenigstens mal Entwickler, die mitgedacht haben, dass man vielleicht mal kurz aufhören möchte und dann nicht vielleicht nochmal das ganze Level neu spielen möchte. Eigentlich cool. Okay, aber jetzt haben wir nicht mehr diesen nervigen Soundbug gewinnen. Ich glaube, das war echt, das hat sich einfach die Schleife aufgehängt. Jetzt können wir das einfach nochmal ohne den Bug machen. Ich weiß echt nicht, warum er das macht. Versucht er sich jetzt gerade hier doch umzubringen. Ist natürlich eigentlich doof, weil Leute... Manche Leute verstehen, glaube ich, nicht, dass man... Gut, Suizid ist natürlich nie ein Ausweg, aber viele Leute versuchen ja trotzdem noch, sich einfach in der Badewanne zu ersaufen. Zu ersäufen oder sich mit dem Kissen zu ersticken, was natürlich nicht funktioniert, weil... Du gehst automatisch hoch. Das kannst du dann gar nicht mehr beeinflussen, selbst wenn du es wolltest. Du gehst automatisch wieder hoch, wenn du keine Luft mehr bekommst. Also da sagt dein Körper davor, nein, genauso wie Luft anhalten. Du könntest dich nie umbringen, indem du einfach mal die Luft anhältst. Dein Kopf sagt davor schon so, nope, und fängt wieder an zu atmen. Es sei denn natürlich, dir wird der Mund zugehalten, dir wird die Luft abgedrückt, aber so von selbst an sich könntest du dich nie ersäufen oder dich ersticken. Das funktioniert so leider nicht. Macht sowas am besten gar nicht, Leute, das ist immer doof. Sucht euch Hilfe, wenn jetzt im Ernst jemand zuguckt, der solche Probleme hat, sucht euch Hilfe und
das ist kein witziges Thema, leider. Suizid, da gibt es immer mehr Menschen leider und ich weiß jetzt, so ein Thema hat ja gar nichts verloren, aber wobei, wird ja gerade vom Spiel thematisiert, aber wie gesagt, Hilfe und auch wenn, oder wenn ihr jemanden im Bekanntenkreis hat, der psychische Probleme hat, Depressionen oder von dem ihr Angst habt, von dem ihr befürchtet, dass er vielleicht Suizid begehen könnte, holt ihm Hilfe und wie gesagt, wenn akuter Verdacht auf einen Suizid besteht, ist es erstmal egal, ob die Person das will oder nicht, weil in dem Moment ist sie wirklich eine Gefährdung für sich selbst und vielleicht auch für andere. Ja, das ist, ich will jetzt auch niemandem Vorwürfe machen, um mein Gottes Willen, aber es ist halt leider so, man hinterlässt Menschen, von denen man vielleicht auch gar nicht denkt, dass man sie hinterlässt, weil man denkt, ist sowieso alles blöd, vor allen Dingen viele Jugendliche, ich will es jetzt überhaupt nicht als Jugendlichenphase abstempeln, aber man meint ja dann oft, es liebt mich sowieso keiner. Klar, gibt es natürlich Fälle, wo das tatsächlich leider so ist, aber man hinterlässt halt dann doch Leute und vor allen Dingen gibt es halt immer mehr Fälle, wo halt dann andere Leute dann, die nicht mal einen kennen, trotzdem involviert sind. Ich sag vor den Zug springen, solche Geschichten. Der Fahrer wird das nie vergessen, dass er da jemanden zusammengefahren hat. Und auch die Leute, die den, ich sag mal so, die Überreste dann am Ende wegmachen müssen. Es ist nicht schön, sowas. Das sind ja dann oft dann doch leider keine Leute, die das hiervor ausgebildet sind. Ich quatsch mich schon wieder zu viel fest, wie gesagt. Achtet bei sowas bitte einfach drauf und haltet die Augen offen. Wie dieses Auge hier. Und nochmal rein. Hupsi wupsi. Tu auf die kleine, unsere Puppenliebhaberin. Mann, die war da ganz fleißig am Malen und gerade wie er mit dem Kind auch umgegangen ist. Das ging einfach gar nicht. Da liegt jetzt was in der Badewanne. Ist immer noch, das ist so ein cooler Effekt. Ich mag das voll, aber ja. Wie gesagt, sein Leben konnte sie scheinbar dann doch nicht beenden. Dann hat sie sich ihr eigenes genommen. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Okay, ich hab's gerade leider weggedrückt. Was heißt leider? Ja, in dem Glas war halt ein Auge drin. Und das ist so dieser Punkt in dem Spiel, wo ich immer noch nicht weiß. Oder ich weiß es nicht. Aber wir sehen ja eigentlich durch zwei Augen. Ich meine, dass er sich die Haut abgezogen hat, dass er das Blut abgepumpt hat, dass er mit den Knochen, okay, dass er sich den Finger abgesäbelt hat. Gut, okay. Wir haben keinen Körper. Oh. Das finde ich dann im Observer auch sehr schön. Nee, ich weiß vom Thema ab. Dass sich ein Finger abgesäbelt hat, okay, das... Aber wie gesagt, wir sehen ja eigentlich noch mit zwei Augen. Ich glaube, das würde man sonst irgendwie ein bisschen besser darstellen können, dass man nur ein Auge hat, oder? Und ich glaube nicht, dass er sich selbst das Auge rausgelöffelt hat, weil du verblutest ja dann auch irgendwie und... Naja, es muss ja dann... Die ganzen Sachen müssen ja dann von dem anderen stammen und... Es tut mir echt leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich denke mal, dass sie das dann war, weil wenn sie sich hier im Badezimmer umgebracht hat, dann, ja, der hat ja sowieso einen in der Klatsche, also warum nicht mit ihrem Körper ihr perfektes Gemälde erschaffen? Was? Oh nein. Wir dürfen scheinbar nicht.
Müssen wir wieder Mühle spielen. Da ist noch ein Stein. Da ist eine. Hä? Geile. Das ist eine geile Perspektive. Da, mit. Die Katze! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will sie haben! Das Kinderzimmer. Hä? Da war doch gerade eine fette Ratte drin. Katze. Es dreht sich gerade wieder so. Also wenn ich stehen bleibe, dann dreht er sich von selbst. Was muss ich hier machen? Oder muss ich mich drehen lassen? Ich glaube, ich muss mich drehen lassen. Jetzt hat's aufgehört. Es dreht sich in die andere Richtung. Beziehungsweise kaum noch. Oh, jetzt dreht sich's wieder. Okay, wir haben uns ja damals im Kinderzimmer auch gedreht, auf diesem Karussell. Wir lassen uns das mal drehen. Aber was bringt's uns? Ich lasse es nochmal kurz drehen einfach. Bringt's irgendwas? Oder soll es halt einen einfach nur irritieren? Ich weiß es jetzt echt nicht. Das ist nur da hinten, oder? Dieser Ebene. Was soll denn hier sein? Ach, ein Spielstein. Okay. Ach nö. Na toll. Ich dachte, da ist ein Auge. Oh Gott. Irgendwie wieder alle Stationen hier, die wir so hatten. Müssen wir hier wieder so einen Stein finden? Ich kann nichts mit dem Ding machen, ne? Ah, da. Okay. Okay. Ein pulsierendes Herz.
Okay, das ist so abgefuckt alles. Wir müssen wahrscheinlich wieder einen Stein holen. Das Badezimmer. Können wir darauf? Tatsächlich. War gleich da oben. Ich will trotzdem noch mal kurz dahinter gucken. Gesicht in den Spiegel gekratzt. Das ist eine geile Idee auch. Ach, da sind gleich zwei. Okay. Interessant. Was? Der Zug? Okay. Mit wem spielst du überhaupt? Ja, das frage ich mich auch. Mit irgendwelchen Geistern oder mit wem spielen wir überhaupt? Da die Küche. Toll. Okay. Ah, okay. Ah, okay, den kriegen wir nicht. Brauchen wir wahrscheinlich was zum Beschweren. Okay. Überall Bilder, die können wir aber nicht nehmen, ne? Ah, ein Gewicht. Okidoki, vielleicht reicht das ja schon. Alles klar, okay. Das ist cool. Wie viele weiße Steine gibt's denn da? Wahrscheinlich unser Gegner hat die weißen, oder? Wer auch immer unser Gegner zu sein vermag. Oh Gott. Was ist das? Ein Herz? Eine Ratte? Könnte alles sein. In Kunst kann man mal so viel, viel reininterpretieren. Ich glaube, das sind einfach nur Flecken. Okay, da kann man nicht rauf. Wir drehen uns wieder, wenn wir an dem Teil stehen. Oder wir sollen uns schon wieder drehen. Kenne ich das nicht irgendwo her? Ich überlege gerade, woher ich das kenne. Kommt denn das? Das sind nicht die Steine, die wir suchen, ne? Ja, jetzt drehen wir uns hier auch nicht mehr. Wir sollten wohl einfach nur hier hin. Was hat das zu bedeuten? Wir sind wieder hier. Was hatte das jetzt? Das habe ich aber damals beim Let's Play auch nicht verstanden, was diese Passage überhaupt zu bedeuten hatte.
Wahrscheinlich nur der Höhepunkt eines ganzen Kranken. Ich habe dich gehasst, aber nicht mehr. Ich glaube jetzt sogar, trotz alledem könnte ich dich noch lieben. Weißt du, ich begreife endlich. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren. Alleine. Ich habe eine Weile gebraucht, aber ich habe schließlich begriffen, selbst mit uns bist du immer alleine gewesen. Ich begreife es nun als quintessentiellen Teil deines Wesens und ich gebe zu, meine Hoffnung, wir könnten ein wahrer Bestandteil deines Lebens werden, war ein schwerwiegender Fehler von mir. Ein groteskes Missverständnis. Dennoch, wenn wir aus all dem einen Sinn ziehen wollen, wenn irgendetwas davon eine Bedeutung für dich hatte, beende es. Für uns. Es gibt dieser ganze Text, der immer wieder so, ja, beende es und bla und hasst dich oder irgendwie so hatte, ergibt dieser ganze Text wirklich viel Sinn. Wahrscheinlich ein Brief von ihr an ihn. Ein wirklich schöner Brief. Und ja, so ein richtig schöner Text. Und dann beenden wir das Bild mit dem Auge. Yes, that's it, my love. I am so, so sorry. No, it's a lie. It's always been a lie. It won't bring them back. I see it now. I know what must be done. Ich weiß, was ich will. Lea Sophia. Das Spiel ist auch nach dem... Das heißt jetzt zum ersten Mal selber spielen, aber... immer noch... so geil. Und ich glaube sogar, dass wir jetzt... das bestmögliche Ende erreicht haben. In dem Spiel. Ich glaube, es ist das bestmögliche Ende. Es gibt nämlich drei Enden und ich kann es jetzt auch sagen. Ich kann jetzt sagen nämlich, dass man... Ich glaube, man kann die Enden somit beeinflussen, je nachdem, wie oft man zu ihr geht tatsächlich, glaube ich. Also diese ganzen Collectibles haben da, glaube ich, gar nichts mit zu tun. Das ist nur Errungenschaft, aber wie oft man ja zu ihr geht. Man hat ja zum Beispiel die Möglichkeit, sich nicht umzudrehen. Ich glaube, in dem einen Abschnitt, jetzt dann im letzten, hätten wir weglaufen können tatsächlich von ihr. Also wir hatten ein paar Möglichkeiten, wo wir von ihr hätten weggehen können. Und ich glaube, in dem Moment, in dem wir immer wieder zu ihr gegangen sind... haben wir einfach ja unsere Strafe auch ein bisschen entgegengenommen und ja, sind halt jetzt zu diesem Ende gekommen. Wir haben jetzt das Bild gemalt, wir haben sie und das Kind gemalt und ich habe sie ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir das Ende bekommen. Ich kenne nämlich eigentlich von allen anderen Durchgängen nur dieses andere Ende. Es gibt wie gesagt drei Enden. Ich werde euch
Ich glaube, ich werde euch Videos verlinken, wo die anderen Enden sind. Das Gängigste ist eigentlich. Ich spoilere es euch jetzt gar nicht, guckt es euch an. Vielleicht werde ich. Ich werde sowieso nochmal die nächste Zeit, weil ich wollte ja mal so Review-Videos zu Spielen machen, zu Soma auch und so. Und ich glaube, ich werde nochmal zu Layers of Fear explizit was machen. Ein bisschen dann drauf eingehen, wo ich dann wirklich auch gut nochmal spoilern kann, ein bisschen Rückschluss auf die Story schließen kann. Es fehlt in dem Ende natürlich so ein lustiger Teil, wo ich gerade sagen muss, man hätte am Ende nochmal durchs Haus laufen können, in dem anderen Ende. Ich glaube, das geht jetzt hier so gar nicht mehr. Ist aber nicht schlimm, wie gesagt. Guckt euch dann, wie gesagt, ich suche euch Videos raus und werde die verlinken. Und dann, ich werde dieses Spiel deswegen nicht nochmal spielen. Weil ich nicht weiß, ab welchen Punkten man was anders machen muss. Ob das nur in diesem letzten Teil tatsächlich ist. Oder ob das schon davor angefangen hat. Das weiß ich jetzt eben nicht. Aber, oder noch besser, spielt das Spiel einfach selbst. Kauft euch das Spiel. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von diesem Entwicklerteam und unterstützt die Entwickler. Kauft euch am besten selbst, wenn ihr es euch leisten könnt. Wartet vielleicht auch auf ein Sale vielleicht nochmal. Lasst es euch schenken, mir egal. Aber am besten, wie gesagt, ihr spielt es natürlich selbst. Und macht die Erfahrung selbst. Wie gesagt, ich habe es zwar schon mal gespielt. Ich kann jetzt natürlich die Storys, aber manche Schocke haben mich immer noch bekommen. Die Atmosphäre war genial und schau nicht zurück. Ja, und das war einfach trotzdem wieder ein total tolles Erlebnis, das ist auch nochmal selbst zu spielen und nicht nur zuzugucken und selbst labern zu können ein bisschen. Ja, also auf jeden Fall echt ein klasse Spiel und ich hoffe, von den Entwicklern wird noch viel, viel mehr kommen, außer nur Observer. Ich hoffe, die werden noch viel weitermachen. Ich hoffe, die werden richtig viel Geld auch damit verdienen, dass sie wirklich viel. Ach, das ist einfach so schön. Gerade die Musik auch gerade. Das tut alles so in der Seele gut. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ja, wir könnten jetzt hier, könnten wir jetzt hier in die Kapitel sogar rein. Zeug, ich weiß halt nicht, ob es funktionieren würde, wenn ich jetzt einfach in die Kapitel reingehen würde und ja, nochmal das Kapitel 6 spielen würde. Aber wie gesagt, ich mag es auch nicht unbedingt machen. Ich kenne die anderen Enden aus Videos, ich werde die euch verlinken. Kauft es euch aber am besten trotzdem selbst. Spielt es dann einfach nochmal in einem absehbaren Zeitraum. Irgendwann später. Und ja, wie gesagt, ich werde dann Review-Video machen, wo ich nochmal auf die einzelnen Sachen eingehen werde und so. Aber jetzt erstmal hoffe ich auch, dass das Let's Play gefallen hat, dass ich einigermaßen anständig hier kommentiert habe, nicht zu verpeilt war. Ich bin froh, dass ich diese eine Folge eben nochmal neu gemacht habe, weil ich da sehr viel gespoilert hätte. Und ich hoffe, dass jetzt zum Beispiel solche Menschen wie der Walkie, ja, eine spoilerfreies Let's Play genießen konnten, einen schönen, einen guten Eindruck von Layers of Fear gewinnen konnten. Und ja, mir gefällt es einfach sehr gut, dieses Spiel. Gut, und als nächstes wird es natürlich noch das hier geben, das Inheritance, das ist der DLC, den kenne ich selbst nicht. Der wird dann auch von meiner Seite aus blind sein. Auf den freue ich mich schon, aber jetzt bin ich erstmal hier mit Layers of Fear durch. Ja, und dann wird es die nächsten Tage dann irgendwann Inheritance geben, je nachdem, wann ich zum Aufnehmen komme. Das Wochenende steht vor der Tür. Vielleicht schaffe ich da ja ein bisschen was. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich alles noch weiter umsetzen kann. Ich habe noch ein paar andere Let's Plays, aber ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen und ich wünsche mir, wie gesagt, mehr von diesen Entwicklern. Nochmal vielleicht im Layers of Fear-Stil, wie gesagt. Observer ist mit seiner eigenen. Observer ist ganz eigenes. Ich hätte gerne nochmal, nicht in Layers of Fear Nachfolge, aber nochmal was in diesem Stil, in diesem historischen Setting. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Da bin ich nochmal. Ich muss es einfach nochmal kurz zeigen. Ich glaube, ich habe es ja irgendwann schon mal in der Folge irgendwie angeteasert. Ich wollte es da nicht machen, weil es eigentlich am Ende, wenn man durch dieses Haus nochmal läuft, da findet man so ein Buch und da sind die ganzen Entwickler drin. Die haben sich quasi selbst gezeichnet in so einem historischen Look und ich finde das voll cool. Ich wollte euch das nochmal kurz zeigen, einfach. So ein bisschen. Ich meine, wir hatten jetzt zwar die offiziellen Credits, die so durchlaufen, aber ich wollte euch das einfach nochmal kurz zeigen, weil ich das eine super nette Idee auch finde. Ich, wie gesagt, ich liebe auch diesen. Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht verkneifen. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe den Stil und diese Entwickler, die haben das so toll verlinkt mit der Unity Engine. Ich meine, Observer ist ja mit der Unreal Engine, glaube ich. Und das mit der Unity Engine, das ist schon. Wow. Ist echt ein tolles Entwicklerteam, also. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr sie unterstützen würdet oder auf irgendeiner. Ich weiß gar nicht, ob die ein Crowdfunding oder sowas haben, aber. Irgendwie. Oh, der Panda-Liebhaber. Schön, ja. Ich wollte es euch einfach nur zeigen, ich wollte es euch nicht vorenthalten, weil das finde ich echt cool.
Ich glaube, die Entwickler haben auch echt ein Stück weit von sich auch immer selbst reingebracht, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, gefällt mir einfach richtig gut. Die ganzen Ideen, die Umsetzungen. Das ganze Spiel ist super genial. Ah, Puppen. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Ist einfach toll. Ja. Ja. Aber wie gesagt, dann war es jetzt wirklich und ich verabschiede mich jetzt wirklich nach diesen tollen Credits hier. Ist ja echt eine nette Idee. Jetzt aber wirklich tschüss und bis zum nächsten Mal bei Layers of Year Inheritance. Hoffentlich wird das genauso geil. Oder noch besser.